Herzlich willkommen zum Lean Coffee Talk mit dem Thema Stakeholder Management für Product Owner. Im Nachfolgenden werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie nah bzw. weit weg bist du von deinen Stakeholdern? Ich werde Einblicke darin geben, wie ich die Stakeholder im Sprint Review dazu animiere, einen aktiven Part zu spielen und auch selbst etwas zu präsentieren, statt einfach nur, dass das Entwicklungsteam die Fortschritte darlegt. Bei mir ist es so, es gibt von diesen 7, 8 Fachbereichen 3, mit denen habe ich einen wöchentlichen Jourfix. Wir haben 3 Wöche Sprints, aber ich sitze trotzdem jede Woche mit denen zusammen und mache teilweise kleine Refinements mit denen, weil das geht dann auf meinen nächsten Punkt gleich nochmal ein, wie gehe ich mit Stakeholdern um, die keine Anforderungen formulieren können. Und dann gibt es halt andere, die sehe ich mal in der Review oder auch nur in jeder vierten Review. Und mal fühlt es sich gut an und mal nicht. Und die Frage ist halt so ein bisschen, wie geht ihr mit denen um, die nicht aktiv mit euch kommunizieren wollen? Auch sitzt ihr denen auf dem Schoß? Was sind so die Erfahrungen? Punkt. Ja, auf dem Schoß sitzen ist vielleicht eine ganz gute Umschreibung. Schon die Leute halt mitzunehmen und gerade eben außer dem Tagesgeschäft, also wirklich halt Maintenance und ein bisschen Feature Requests und gucken, dass einfach die Website läuft. Ich meine, wir haben 7 Sprachen und fast 6000 Seiten. Das ist natürlich schon viel Maintenance-Arbeit, aber ein wichtiger Task neben dem ist halt gerade jetzt auch dieses neue CMS und da muss ich schon ziemlich viele mitnehmen und das geht, also es hört sich jetzt so banal an, aber ich denke, ihr wisst alle, dass es auch nicht immer so leicht ist mit Reden und halt immer wieder Leute schieben und klar, manche sind da irgendwie total begeistert und freuen sich auch, dass da was Neues kommt, vor allem natürlich die Editoren, weil es gibt natürlich Gründe, warum wir da jetzt irgendwie auch weggehen von dem eigenentwickelten CMS und ja, also gibt es natürlich jetzt auch Hoffnungen und Wünsche und ja, letztendlich kommen manche proaktiv auf mich zu. Andere muss man halt wirklich so ein bisschen kitzeln und ja, ich denke, es geht einfach nur mit Reden und Mitnehmen irgendwie. Ich habe irgendwann mal geschaut, dass ich denen immer einen stärkeren Part im Review gebe, ne? Oder so kleine Aufträge mitgebe, ne? Also dass dann, wenn dann doch Vertreter vom Marketing oder aus dem Kundenservice, ne, irgendwie mit im Review saßen, dass ich gesagt habe, okay, das Review ist jetzt nicht nur eine Demonstration von dem, was wir geleistet haben, sondern es ist auch ein Event, wo wir gemeinsam auf das Produkt schauen, ne, aus unterschiedlichen Sichten und jeder was einbringt. Also dann auch aus dem Kundenservice mal, bring doch mal aktuelle Zahlen mit. Was sind so die stärksten Anfragen jetzt im Sprint gewesen? Ne? Gab es konkrete Rückfragen zu den Features, die wir im letzten Sprint davor entwickelt haben? Wie waren die? Teil die doch mal mit uns, mit dem ganzen Team. Wie ist überhaupt gerade so das Aufkommen, Beschwerdeaufkommen oder sowas? Ne? Oder aus dem Marketing, okay, jetzt wir sitzen vielleicht alle paar Wochen oder alle 2 Wochen zusammen, aber jetzt teil doch auch mal die letzten Sichten aufs Marketing mit dem ganzen Team. Ne? Vielleicht gibt es da auch konkrete Rückfragen oder Ideen. Ja, also dass man zur Vorbereitung von dem Review auch immer so kleine Aufgaben verteilt und sagt, okay, bereite das da mal vor und bring das mit und hab auch du einen aktiven Part. Ja. Habt ihr das so bei euch im Review, also wie dass dann auch die Stakeholder von sich aus ihren Bereichen berichten oder ist das eher so ein Event, okay, ihr und das Team berichtet an die anderen? Die lassen sich berieseln. Ja. Ist schon freuen eher so. Sich, wenn wir ihre Themen umgesetzt haben. Okay. Ja. Ja. Und geben die dann immerhin Feedback zu dem, was sie dann sehen? So, ja, gut gemacht oder nicht, da, wenn ich das jetzt so sehe, da könnten wir dann noch das und das ändern oder? Das schon. Okay. Also klares Jein, wobei ich eigentlich auch versuche, dass die anfordernden Stakeholder das Feature meistens schon sehen, bevor es zur Review kommt. Also wenn klar, es gibt welche, die werden kurz, also zeitig vor der Review erst
fertig auf dem Abnahmesystem oder ähnliches. Dann natürlich nicht. Aber wir haben, wie gesagt, einen 3-Wochen-Sprint. Und wenn ich dann die ersten 4 Tagen ausrollen kann, dann lasse ich die nicht bis zur Review liegen, sondern dann, ich sag mal, der Stakeholder, der es haben wollte oder der es braucht, kriegt es dann halt vorab schon gezeigt, sodass dann der Aha-Effekt in der großen Runde beim Anfordern nicht mehr da ist. Ja. Ja, und wie ist das jetzt gerade so in der Corona-Zeit? Ich nehme mal an, vorher waren alle Stakeholder in einem Gebäude, ihr konntet zusammensitzen, ne, und die Review gemeinsam machen. Wie weit weg empfindet ihr euch denn jetzt von euren Stakeholdern oder wie nah? Wir haben tatsächlich schon weit vor Corona angefangen, die Reviews auch parallel über Zoom anzubieten. Zusätzlich, also wir haben immer einen Raum gebucht. Ich sage mal, unsere räumlichen Möglichkeiten sind relativ begrenzt hier am Standort. Das heißt, viele Räume, wo dann wirklich 50 Leute oder sowas mal, also in Hochzeiten mal rein können, haben wir eh nicht. Und wir haben bei uns ganz stark gemerkt, gerade wenn es dann nicht um die Stakeholder, sondern um die anderen Teams geht. Die kommen eher, wenn wir das Ganze noch remote mit anbieten. Das heißt, wir haben dann immer eine Kamera da stehen und entsprechendes Equipment halt auch gekauft, so Shoutboxen, die man dann durch den Raum werfen kann, damit na, dieses Thema Richtmikros und sowas nicht so das Problem, oder nicht alle um so eine Spinne rumsitzen müssen. Da haben wir ein bisschen an Equipment auch ein bisschen investiert. Und seitdem wir das gemacht haben, werden die Reviews deutlich stärker besucht. Auf der anderen Seite haben wir sowieso gar keine andere Wahl. Wir sind halt an vielen Zentralstandorten verteilt. Wir haben Münster, Hagen, Berlin, Wien, Zürich, Aachen. Jetzt sind natürlich nicht alle aus allen Standorten bei jeder Review mit dabei, sondern ich sage gerade mal, die Österreicher und Schweizer schauen natürlich schon. Ist jetzt in dem Sprint was drin, was für mich relevant ist, oder wir laden die dann extra nochmal ein. So zwinker, zwinker. In der nächsten Review sind deine Punkte mit drin. Solltest du vielleicht mal reingucken? Das heißt, da mussten wir sowieso schon remote irgendwie das anbieten. Insofern war jetzt der Sprung von Corona nicht spürbar. Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin ja erst seit Februar im Unternehmen und davor war die Kultur einfach eine andere. Vielleicht weil auch die Struktur oder auch das Personal ein anderes war und da sich dann auch ein Product Owner um wirklich ein Riesenteam und Riesenthemenkomplex kümmern musste. Und die Sache mit den Reviews war eher so, naja, da geht man halt mal hin und schaut sich halt mal an. Und die sind manchmal auch ausgefallen. Also es war keine gute Kultur. Und das auch wirklich wieder einzufordern von den Stakeholdern und zu sagen, hey, das ist einfach auch euer Moment und wir waren 2 Wochen beschäftigt, irgendwie was Gutes weiterzubauen oder weiterzubringen. Und dann stellen wir es euch vor und wir wollen einfach da auch irgendwie euren Haken drunter und dass das für alle Beteiligten cool ist. Da waren wir jetzt wirklich auch sehr stark damit beschäftigt, das auch wieder einzuführen, so eine Kultur. Und das ging auch fast Hand in Hand mit dem Remote-Arbeiten. Und deshalb, also da wir da eh so viel an dem Prozess irgendwie nachjustiert haben und das auch zum Großteil jetzt in der Remote-Zeit passiert ist, das ging so Hand in Hand. Und jetzt es läuft jetzt gut und die Entwickler erfahren ihre Wertschätzung, die Stakeholder erfahren ihre Wertschätzung. Es passt eigentlich. Danke, dass du reingehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus der Diskussion. Wenn dir die Diskussion gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal, connecte dich gerne mit mir auf LinkedIn und folge mir auf Eventbrite, sodass du auch das nächste Mal dabei sein kannst.